toxische Eltern. Heute reden wir über Eltern, die ein toxisches Verhalten an den Tag legen. Bedeutet nicht, dass diese Eltern böse sind, giftig sind. Das ist so ein Titel, der hört sich ziemlich gemein an. Es geht eher um Menschen, die emotional unreif sind und nicht in der Lage sind. Also toxische Menschen sind nicht in der Lage, sich selbst zu reflektieren. Wenn wir das anfangen zu verstehen, verurteilen wir sie weniger und sind weniger abhängig von ihrer Meinung, von dem, was sie von uns halten, von dem, was sie von uns erwarten. Weil wir dann wissen, wenn sie sich selbst nicht reflektieren können, wenn sie sich selbst nicht fühlen können, ihre eigenen, oft auch niederen Erwartungen von sich selbst auf uns projizieren. Um weiterhin auf dem Laufenden zu bleiben, abonniere gerne meinen Kanal und aktiviere die Glocke, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Dann sind wir gar nicht mehr so abhängig von ihnen und können mehr loslassen und mehr unser Leben leben ohne Schuldgefühle. Weil oft ist es so, dass erwachsene Kinder Schuldgefühle haben, wenn sie nicht ständig für die Eltern da sind. Und ich sage nicht, geh nicht zu deinen Eltern. Es geht eher darum, wenn sie sehr toxisch sind, wenn sie mit ihrem Verhalten sehr erniedrigend sind, dass man nicht zu viel seiner Lebenszeit dort verbringt beziehungsweise dorthin verschenkt. Und nicht nur das, das, was dann diese Eltern auch erwarten, was einem vielleicht das Leben schwer macht, dass man das nicht unbedingt erfüllen muss. In unserer Gesellschaft, also zum Beispiel jetzt bei mir aus den arabischen Ländern, ist auch in den türkischen Ländern so, ist es so, jetzt muss ich gerade mal hier leise machen, dass Kinder von klein auf manipuliert werden, dass wenn sie nicht den Entsprechungen, den Erwartungen der Eltern, wenn sie dem nicht entsprechen, dass sie dafür in der Hölle schmoren. Das heißt, wenn die Eltern möchten, dass du etwas tust, hast du das zu tun, ansonsten wirst du vor Gott dafür bestraft. Und so laufen dann irgendwann erwachsene Menschen rum und leben nicht ihr Leben, sondern das Leben ihrer Eltern. Sie heiraten den Partner, den die Eltern für richtig halten, den Beruf, den die Eltern für richtig halten, bauen das Haus, was die Eltern für richtig halten, in dem Ort, was die Eltern für richtig halten und sind nicht zufrieden und würden gern Nein sagen, denken aber oder haben die Überzeugung, die Eltern wissen es besser und wenn ich mich jetzt dagegen sträube, werde ich von Gott bestraft, weil das Paradies ist unter den Füßen der Mutter und wenn ich meiner Mutter, es ist so schlimm, es ist wirklich so, es ist so anstrengend, man ist gerade auch, also es hat nichts mit Religion zu tun, ich sage nur, dass die Verhaltensweisen der Menschen, man bekommt anerzogen, dass man als Kind verantwortlich ist für die Gefühle der Mutter. Ne? Oft für die Mutter, meistens auch für beide Eltern, aber oft der Mutter. Dass wenn sie nicht zufrieden ist, das heißt bei uns auf Arabisch, menich radia alik, also ich bin nicht zufrieden mit dir, dass das verheerende Folgen fürs Leben haben kann, so, wird. Ja, da ist man davon überzeugt, dass wenn meine Eltern nicht mit mir zufrieden sind, vor allen Dingen die Mutter, weil das Paradies unter ihren Füßen ist, dann bin ich verloren. Ja, dann bin ich, also dann komme ich, also dann bin ich komplett verloren, von Gottes Seite, dann werde ich kein Glück haben in meinem Leben. Das heißt, ich werde keinen Wohlstand haben, Gesundheit, Familie, all das wird immer mit Unglück beschattet sein. Weil diese Überzeugung sehr stark ist in solchen Ländern, erleben solche Menschen auch solche Dinge. Das heißt, sie werden von ihren Eltern sehr toxisch erzogen und haben ein unglaublich schlechtes Verhältnis, machen aber alles, was die Eltern sagen. Und wenn die sich dann einmal dagegen wehren, und die Mutter dann sauer ist, ist das Kind, das erwachsene Kind, der erwachsene Mann, die erwachsene Frau so überzeugt, dass das Unglück bringen wird, dass das Unglück bringt. Unsere Überzeugungen kreieren unsere Realität. Sie bewirken unglaublich viel, ohne dass wir es wissen. Und jetzt geht es hier nicht darum, sauer zu sein oder gar keinen Kontakt mehr zu haben zu den Eltern, sondern das Prinzip zu verstehen, dass diese Eltern emotional unreif sind, dass sie es nicht anders kennen, dass diese Kontrolle, die Kinder im Griff zu haben und die Angst, dass wenn sie einen anderen Weg gehen, ne, dass das dann, keine Ahnung, Hölle oder was auch immer, jeder denkt ja da was anderes, das wird so hart kontrolliert, dass viele Kinder, viele erwachsene Menschen ein unglaublich unglückliches Leben führen, weil sie das tun, was ihre Eltern erwarten. Emotional unreife Eltern beschuldigen andere, und lenken das Thema oft auf andere. Sie kritisieren andere oder erniedrigen andere. Das heißt, nie sind sie schuld. Die Schuld wird immer auf andere gelenkt, nicht auf sich selbst, weil sie sich selbst nicht fühlen können. Und sie machen das nicht extra. Es ist nicht so, dass sie sich hinsetzen und denken, ah, wie kann ich mal jetzt wieder jemanden anders fertig machen? Oder wie kann ich die Schuld auf jemanden anders lenken, damit die nicht merken, dass ich versuche, sie zu kontrollieren?
Das denken die gar nicht. Das wissen sie gar nicht. Sie handeln immer aus bestem Wissen und Gewissen, weil sie denken, so ist es richtig, so muss es sein. Und so ist die gesamte Familie in einer giftigen Umgebung. Wir sind ja alle in einem, also als Familie ist man in einem Energiefeld. Und wenn es da schon vergiftet ist und man sich da dran hält, gibt man das immer weiter an die eigenen Kinder, die dann nicht auf ihre eigenen Bedürfnisse schauen, sondern wie kann ich Papa glücklich machen, wie kann ich Mama glücklich machen. Hauptsache, ne, dass da alles so läuft nach den Regeln. Und so kann keiner glücklich werden. Wenn ich versuche, dich glücklich zu machen, mein Vater, meine Mutter, was bleibt dann mit mir? Weil ein Anteil von mir möchte vielleicht was ganz anderes. Ich selber möchte das gar nicht, was ihr da möchtet. Aber ich mache das, damit ihr zufrieden seid und ihr euch vor der ganzen Familie nicht schämt. Nochmal zurück. Emotionale, unreife Menschen können sich selbst nicht reflektieren und können auch die Gefühle anderer Menschen nicht halten. Was bedeutet es? Wenn ich jetzt mit einem emotional unreifen Menschen zu tun habe und ich bin jetzt gerade total traurig und weine, dann würde dieser Mensch das nicht aushalten können und würde versuchen, mich zum Lachen zu bringen oder würde versuchen, alles gut zu reden. Ja, komm, so schlimm ist es nicht und es wird schon alles gut. Und ihr kennt das aus unserer Gesellschaft. So sind die meisten. So sind die meisten. Ich war jahrelang auch so und lerne immer mehr dazu. Heißt nicht, dass ich jetzt auch emotional total intelligent bin. Ich lerne jeden Tag dazu. Das heißt, wenn jemand in einem emotionalen Zustand ist, in einem negativen, dann versuchen emotional unreife Menschen, diesen Menschen irgendwie abzulenken von dem negativen Gefühl, damit dieser Mensch sich wieder gut fühlt, weil sie diese Traurigkeit nicht aushalten können, weil diese Traurigkeit auch in ihnen ist. Mit anderen Worten, ein emotional intelligenter Mensch, wenn ich jetzt bei dir sitze und weine und total frustriert und aufgelöst bin, versuchst du nicht alles gut zu reden, nee, wir schaffen es schon, alles gut, was passiert, sondern lässt mich weinen. Du lässt mich einfach vollkommen weinen und lässt mich reden und zeigst mir mit deiner körperlichen Anwesenheit, dass du da bist und dass du es aushalten kannst, dass ich gerade traurig bin. Und damit entsteht erst Heilung bei mir, wenn mein Gegenüber halten kann, was ich an Emotionen gerade trage und zeige. So auch bei kleinen Kindern. Wenn sie wütend sind, wenn sie schreien, bei meinem ersten Sohn habe ich es damals gemacht, dann habe ich immer gesagt, du schreist jetzt nicht, hör auf. Weil ich meine eigenen Gefühle nicht im Griff hatte, weil ich selber emotional komplett unreif war. Wenn jetzt ein Kind schreit oder wütend ist, zu lernen, es zu erlauben, heißt nicht, das Kind darf jetzt die gesamte Wohnung zerstören, sondern es geht wirklich darum, zu erlauben, dass es diese Gefühle haben darf und ich liebe dich trotzdem und ich bin da. Und ich schaue dich an und ich bin da. So, und jetzt zurück zu den toxischen Eltern. Du erkennst toxische Eltern daran, erstens, dass sie ihre eigenen unangenehmen Gefühle anderen überstülpen, dass sie gewisse Erwartungen haben und sauer sind, wenn du die nicht erfüllst. Das heißt, sie sehen dich nicht in dem, wie du bist oder wie du sein willst. Sie hören dich nicht. Sie verleugnen deine Gefühle. Und dann kommen Sätze wie, ich habe das nur gemacht, weil du mich dazu gebracht hast. Mein Gott, sei doch nicht so sensibel, das war nur ein Witz. So in diese Richtung. Das heißt, du wirst in dem, wie du bist, nicht wirklich vollkommen akzeptiert. Weil sie sich selbst nicht vollkommen akzeptieren, weil sie als Kind selber nicht akzeptiert wurden. Wir müssen, ich sage das immer wieder, diesen Kreislauf verstehen, damit wir den brechen können. Weil wenn man als erwachsener Mensch bemerkt, wie toxisch die eigenen Eltern sind oder waren, kann das sehr schmerzhaft sein. Es kann ganz viel Groll und Wut hervorholen, was auch völlig in Ordnung ist. Wir sollen oder wir dürfen dann aber auch an den Punkt kommen, zu verstehen, dass sie das nicht bewusst gemacht haben, um uns zu zerstören, sondern dass diese Eltern selber sehr verletzte Kinder sind und nichts weiteres weitergeben konnten als das. Vera Birkenbill hat in einem ihrer Videos mal erklärt, dass das Gehirn von uns Menschen sich ständig verändert, dass die neue Generation neue Teile im Gehirn dazu bekommen hat. Das heißt, vielleicht sind wir jetzt erst in der Lage, das zu verstehen, was unsere Eltern nicht gut machen könnten. Sie konnten es nicht, weil sie von ihrem, wie vom iPhone, habe ich schon mal in eines meiner Videos erzählt, von dem iPhone her, die hatten das Update nicht, um dieses Programm laufen zu können, um zu verstehen, um zu reflektieren, um wahrzunehmen, um in die Heilung zu gehen, um diesen Kreislauf, den sie mitbekommen haben an negativen, toxischen Verhaltensweisen, nicht weitergeben zu müssen. Die hatten die Option nicht, das zu wissen, wie das geht. Und viele haben es bis heute nicht, sie verstehen es bis heute nicht. Und was machen wir erwachsene Kinder? Ich sage immer wir. Viele kämpfen und wollen, dass Mutter oder Vater versteht, dass sie gerade ein toxisches Verhaltensweisen-Ding an den Tag legen. Dass sie in ihrer Kindheit Blockaden mitbekommen haben. Viele verstehen es nicht und sie müssen es nicht verstehen. Eines deiner Aufgaben ist es, sie freizulassen, in dem, wie sie sind. Ihnen zu erlauben,
dass sie blockiert sind. Ihnen zu erlauben, dass sie in toxischen Verhaltensweisen gefangen sind. Ihnen zu erlauben, dass sie dich nicht verstehen können, dass sie dich nicht sehen können. Ihnen zu erlauben, dass sie gewisse Erwartungen an dich haben. Und dir zu erlauben, dem nicht zu entsprechen. Dir zu erlauben, deinen Weg zu gehen. Dir zu erlauben, mit deinen Schuldgefühlen, die dann hochkommen, zu arbeiten. Das heißt nicht, dass du deine Eltern verletzt oder frech bist oder gar nicht mehr hingehst, sondern einfach nur dieses ganze Prinzip dir anzuschauen, dieses ganze Konstrukt anzuschauen, wie sie sind und wie du bist und dass du das nicht weitermachen möchtest. Möchtest du, wenn du Kinder hast, dass deine Kinder das Leben führen, was du ihnen vorsiehst, obwohl es sie unglücklich macht? Vermutlich nicht. Von daher, arbeite an dir selber, dass du akzeptierst, dass sie so sein dürfen und dass du von ihnen nicht mehr erwartest, dass sie dich akzeptieren. Weil sie akzeptieren dich dann, wenn sie toxisch sind, nur dann, wenn du so bist, wie sie das in der Schablone haben möchten. Und wenn du nicht reinpasst in die Schablone von ihnen, in diese toxische Schablone, dann akzeptieren die dich nicht. Dann kannst du überlegen, gut, dann akzeptiert ihr mich halt nicht. Ich liebe euch trotzdem, ich bin da, jederzeit, komme und besuche euch, aber ihr müsst mich nicht mehr akzeptieren. Und ich bleibe bei mir mit meinen Gefühlen von Traurigkeit, von Frust, von ich würde mich gerne erklären wollen, ich will, dass ihr mich seht. Das darf doch alles sein. Es darf alles sein, das können wir nicht wegmachen, es ist da. Aber auch das Verständnis, dass man toxische Eltern oft nicht verändern kann, wenn sie sich nicht verändern möchten. Es ist nicht in deiner Macht. In deiner Macht ist es zu beten und ihnen Heilung zu schicken, Liebe zu schicken, auf das sie sehen, auf das sie erkennen mögen. Das ist oft viel, viel machtvoller, weil brauche ich gar nicht zu erklären. Wir wurden erschaffen und unser Erschaffer ist in der Lage, das zu tun, was du nicht tun kannst. Also wenn du möchtest, dass deine Eltern dich sehen und verstehen, gebe es deinem Erschaffer weiter und erwarte es nicht. Es muss nicht sein, so sehr es auch schmerzt. Wir wollen immer, wir jeder von uns, jeder Einzelne, wir wollen anerkannt sein, angenommen sein und gesehen sein, in dem, wie wir sind, akzeptiert werden. Das wollen wir alle. Und nicht jeder von uns bekommt das. Nicht jeder wird von uns akzeptiert und das ist schmerzhaft. Ein Weg ist es, dich selbst zu akzeptieren und Menschen zu finden, die dich akzeptieren, so wie du bist und mit ihnen dann deine Lebensqualität so schön wie möglich zu gestalten. Wenn du Erfahrungen hast mit toxischen Eltern oder toxischen Angehörigen, die dir das Leben schwer machen, kommentiere gerne unten. Bin sehr gespannt, was deine eigene Erfahrung ist. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.